Red Send Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp F. von Red Send Zone und in diesem Video geht es mal wieder um die kommende Minecraft-Version aka 1.8 aka Adventure Update. Notch hat ja schon ein exklusives Gameplay auf der PAX Prime 2011 gegeben. Und ich hatte auch schon mal ein Video gemacht, wo ich alle Features aufgezählt hatte. Dieses Video wurde aus Copyright-Gründen gesperrt und deshalb mache ich nochmal ein neues Video ohne Copyright-geschütztes Material, wo ich euch alle Features von dem kommenden Minecraft-Adventure-Update erläutern möchte. Fangen wir an mit den Ruinen. Ja, wir sehen hier Ruinen mit diversen Stone Bricks. Diese neuartige Blockart sieht so aus. Wir haben hier die Ruinen sind halt nach unten in die Erde versetzt. Wir haben hier dieses halt ausgefüllt mit diversen Blöcken. Einmal haben wir hier den normalen Stone Brick, dann haben wir hier den Mossy Stone Brick und dann haben wir hier den Broken Stone Brick. So sieht das Ganze in der Ruine aus. Außerdem gibt es noch Brick-Stufen, die wir hier ganz klein sehen, deshalb musste ich auch ziemlich nah ranzoomen, und Brick-Slabs, also aus Backsteinplatten. So, weiter geht es mit offenliegenden Schluchten bzw. Canyons. Die werden auch Ravines genannt. Das sind so auch im Grunde auch Riesendungeons. So, und da kennt man einen kleinen Zombie. Die sind anscheinend aus einem braunen Stonebrick gemacht. Und weiter geht's auch noch mit einem neuen Mob. Der nennt sich Enderman, den sehen wir hier. Und dieser Typ hat einen Kürbis auf dem Kopf, der vor dem Enderman steht. Und der Enderman verhält sich folgendermaßen. Er ist neutral, das heißt, er kann auch aggressiv werden, aber er ist nicht dauerhaft friedlich, wie zum Beispiel ein Schwein oder ein Schaf. Das heißt, wenn ihr ihn aktiv genau in die Augen starrt, greift euch an, nimmt Blöcke, teleportiert euch zu euch und schlägt euch dann mit diesen Blöcken. So viel zum Enderman. Außerdem haben wir noch hier ein neues User-Interface mit einer EXP-Leiste und einer Essensleiste. Die funktioniert auch mit der Sprint-Funktion jetzt von dem Spiel. Das heißt, wenn der Spieler sprintet, nimmt die Essensleiste ab, da er ja mehr Energie verbraucht und dadurch auch mehr Hunger bekommt. Das Essen wird übrigens als Braten dargestellt. Dann haben wir außerdem noch Glasscheiben. Und diese Glasscheiben sind halt sozusagen im Grunde nur eine Blockseite von dem Glasblock, die man wunderbar als Glaszäune oder als Fensterscheiben benutzen kann. Und es gibt noch eine blaue Spinne, die ist im Grunde wie die normale Spinne, nur ist halt, wie gesagt, blau. Sie hat drei Augen, ich weiß nicht, ob das die normale Spinne auch hat. Außerdem haben wir hier noch einen Melonenblock, das wird vielleicht eine neue Essensressource sein. Und ja, das waren jetzt mal ganz fix die ganzen Features aufgesehen. Außerdem gibt es jetzt noch ein Video dazu. Dieses möchte ich aber aus Copyright-rechtlichen Gründen hier nicht einbinden, sondern mache jetzt einfach mal eine fette Notiz hier auf dem Bildschirm blinken. Und dort habt ihr den Link zum Video, klickt einfach drauf und ihr seht das offizielle Gameplay von Notch auf der PAX Prime 2011. Wie gesagt, nochmal zur PAX Prime und zu dem Release-Date von Minecraft, denn das Release-Date ist in ein paar Tagen, es wird aber nicht die komplette Minecraft-Version veröffentlicht, sondern erst die PAX-Version, also die Version, die auch Notch auf der PAX Prime 2011 gezeigt hat. Das ist nicht die komplette Version, es werden noch weitere Features folgen, die dann in ein paar Wochen später noch hinzugefügt werden. Ja, das war der Philipp der von Red Sand Zone, wieder mit ein paar Infos zum Adventure-Update. Wir haben Ruinen, wir haben Canyons, wir haben neue Blockarten, wir haben Melonen, wir haben blaue Spinnen, wir haben eine neue XP-Leiste, wir haben einen neuen Mob. Also sozusagen alles, was das Minecraft-Herz begehrt. Das heißt ja auch Adventure-Update und dieses Adventure-Update soll sozusagen das Adventure-Feeling von Minecraft, also etwas verstärken, dass man mehr die Welt erkundet und so. Und das wird das letzte große Update vor der Beta
nicht von der Beta, nämlich von dem vor dem finalen Status sein werden. Und wenn Notch klug ist, nennt er den zweiten Teil des Updates Minecraft Beta 1.9, so kann er nämlich am 11. November die finale Version Minecraft 2.0 nennen. Und 2.0 ist ja immer sowas, sag ich jetzt mal, sowas, hat sowas Innovatives in sich. Naja, das war der Filmbilder von Red Sensor mit einem kleinen Minecraft-Update-Video, das endgültige vor der Minecraft Beta 1.8. Es kommt jetzt wirklich kein Video mehr, da die ja in ein paar Tagen erscheint. Und wenn ihr weitere News haben wollt, falls vielleicht doch noch ein Feature aufgedeckt wird, dann schaut ihr einfach auf den Mojang RB Channel. Hier seht ihr den nochmal verlinkt. Ciao, das war der Philipp von Red Zone. Und ja, bis zum nächsten Minecraft-Video.